Der Schlossbahnhof in Herzberg am Harz. Hier kommt man super mit der Bahn an, kann sein Fahrrad abstellen. Und es gibt einen Ausgang, der direkt in Richtung Innenstadt führt. Hier sind auch ein paar Einkaufszentren, die von einem Straße, hinten sieht man den Deutschen Kaiser. Danach schließt sich die Fußgängerzone an. Das ist der einzige Ausgang des Schlossbahnhofs. Man kann es hier schon sehen. Am Ende ist ein Schild, dass man den Bahnsteig dort nicht verlassen möchte. Wer zum Aldi beim Schützenplatz möchte, der muss hier durch diese hohle Gasse gehen. Die geht also bergab und bergauf. Das ist für Rollstuhlfahrer und für Personen, die mit Kinderwagen betreuen, eine ganz schlechte Geschichte. Hier unten kann man auch erkennen, der Weg ist nicht befestigt und er führt am Ochsenpfuhl vorbei, einem Biotop für seltene Tiere und Pflanzen, die durch den Verkehr dort dann natürlich auch belastet werden. Das Ende des Bahnsteigs, und hier kann man sehen, dass es sogar ein bisschen runtergehen würde. Man könnte hier wirklich total easy eine bauliche Verlängerung dieser Konstruktion bauen, die hier hinten an den Gleisen entlang bis zu der Brücke führt, weil dort gibt es dann eine Straße in Richtung Schützenplatz, in Richtung Aldi, und das wäre für die Menschen der Stadt eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität, weil man nicht durch den Matsch unten am Ochsenpfuhl muss, man kann mit Kinderwagen unterwegs sein, mit Kinderkarre, und man kann mit dem Rollstuhl da ganz toll hin und her kommen und mit dem Rollator. Das ist also wirklich etwas, was gemacht werden soll. Das hier ist der untere Bereich des Pfades am Ochsenpfuhl entlang. Man könnte an dieser Stelle hier einen Zaun ziehen, weil danach beginnt sowieso der schabrackelige Weg, damit man hier diesen Bereich besser schützt vor Umwelteinflüssen. Das wäre eine sehr schöne Geschichte. Und wenn man hier ein bisschen umherzoomt, dann erkennt man hier auch, dass es hier halt bergab geht. Das ist halt ein Matschpfad. Und dort drüben geht es den Berg wieder rauf. Das schauen wir uns auch gleich ein bisschen näher an. Das Einzige, was hier eventuell wäre, wäre ein Vereinsheim. Aber da könnte man überlegen, ob zum Schutz des Ochsenpfuhls eventuell ein Umzug empfohlen werden kann. Ja, hier sieht man den Parkplatz von dem Motorsportverein, der hier angesiedelt ist. Das ist vielleicht wegen austretender Kraftstoffe für das nahegelegene Biotop nur semi-ideal. Und wir haben dann hier den Weg hinauf in Richtung Aldi und in Richtung Schützenplatz. Das ist dann so, dass man da mit dem Fahrrad und mit dem Rollstuhl, mit dem Kinderwagen schlecht hinkommt. Hier sieht man die Schienen. Hier würde man bei einem ebenerdigen Weg also ankommen. Und das ist der steile Weg, der erklommen werden muss, wenn man unten am Ochsenpfuhl entlang gehen muss. Und hier kommt man dann am Geburtshaus von Ida Ahrenhold raus und kann über diese kleine Kurve, da ist dann auch der Weg wieder hergerichtet, sehr schön direkt zum Schützenplatz und zum Aldi gelangen. Das wäre eine erhebliche Erleichterung für so den Mikroverkehr in Herzberg am Harz, wenn man hier unterwegs sein will. Hier zeige ich noch einmal ganz kurz auf der Karte, um was es eigentlich geht. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Hier ist der Bahnsteig zu Ende und es geht nur darum, ein Stück zu bauen bis zu dem Geburtshaus von Ida Ahrenhold. Die halbe Strecke ist also eigentlich schon geschafft. Und wenn man hier den Matschweg zum Ochsenpfuhl einmal beim Bahnhof selber und dann hier beim Geburtshaus von Ida Ahrenhold dicht macht, dann könnte man hier diesen Bereich super toll vor Umwelteinflüssen schützen. Das Biotop wäre besser geschützt und die Menschen in der Stadt wären zu Fuß, mit Kinderwagen, mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl, besser zwischen den Stadtteilen, dem Schützenplatz, dem Aldi dort und dem Einkaufszentrum in der Osteroder Straße und der Herzberger Innenstadt unterwegs. Mehr Kunden, es wäre lebhafter und es fehlt einfach die direkte Verbindung für eine angemessene Lebensqualität. Ein kleines Stückchen Weg mit einem großen Effekt, weil diese Matschbahn im Hintergrund bergab, bergauf, das könnte vermieden werden. Das wäre angenehmer für insbesondere Leute mit Kinderwagen, die unterwegs sind, für Rollstuhlfahrer, für Rollatorpiloten, damit man da vernünftig zum Aldi, zum Schützenplatz kommt und aus der Aue als potenzielle Kundschaft eben auch in die Innenstadt.